Sie können reden, laufen und selbstständig handeln. Und einige helfen uns vielleicht sogar irgendwann im Alltag. Social Robots sind auf dem Vormarsch. Doch sind sie schon in wenigen Jahren ein Teil unserer Gesellschaft? Oder ist das alles noch ferne Zukunftsfantasie? Um uns selbst ein Bild davon zu verschaffen, haben wir uns auf die Suche nach einigen Robotern gemacht. Begleiten Sie uns auf dieser Reise durch ganz Deutschland. In Stuttgart in der Elsa-Heidlauf-Stiftung lebt seit einigen Jahren diese Robin namens Paro und hilft zusammen mit den Therapeuten und Betreuern demenzkranken Menschen. Mein Name ist Christine Denneler, ich bin von Beruf Diplom-Kunsttherapeutin und bin seit 23 Jahren in der Else-Heidlauf-Stiftung im sozialen Dienst beschäftigt. Wir setzen Paro vor allem im Demenzbereich ein, dann eben auch, um Menschen in Kommunikation zu bringen, auch in anderen Bereichen, wo wir Eindruck haben, Menschen haben kein Gegenüber und kommen auch auf ihre Möglichkeiten nicht, weil sie keine verbalen Möglichkeiten haben. Wir hatten eine Bewohnerin, die blind war und die im Demenzbereich gelebt hat und die sonst keine Möglichkeiten hatte, sich sprachlich zu äußern. Und dort hatten wir Paro eingesetzt. Sie streichelte Paro sehr viel, hatte taktil sehr viel Berührung und hatte auch auf die Dauer Sprachvermögen vergrößert. Die Zukunft von Social Robots, denke ich, kann nur sein, dass man eben es als Hilfsmittel verwendet. Es sollte auch immer so sein, dass jemand es betreut, diese Geräte, und nicht allein gelassen zu werden. Ich heiße Marina Kollmitz und ich betreue das NARCO-Projekt. NARCO steht für nachgiebige Robotik in Krankenhauslogistik. Wir setzen den Roboter Kenny ein. Der soll dann direkt im physischen Kontakt mit Menschen treten. Also er kann Interaktionskräfte wahrnehmen. Er kann also beispielsweise merken, wenn er von Menschen berührt oder weggeschoben wird. Und im Krankenhaus soll Kenny zum Beispiel Hohn- und Bringdienste vollführen oder Menschen, also Patienten am Eingang abholen und zum Behandlungszimmer führen. Ja, mein Name ist Klaus Dohrer. Ich bin hier an der Hochschule seit 2007, Professor für Informatik und Softwareentwicklung, Künstliche Intelligenz. Und in dem Rahmen betreue ich das Labor Autonome Systeme. Früher war es ein Schweißroboter, der halt immer dasselbe macht. Aber die Roboter heute, die können einfach viel mehr. Der Haupteinsatzpunkt von NARCO ist tatsächlich die Weiterbildung, also die Ausbildung von Studierenden. Was den Aldebaran Robotics, heute Softbank Robotics, sehr gut gelungen ist, ist den, sag ich mal, hübsch zu machen, niedlich zu machen. Ja, und das ist, meine ich, ein ziemlich wichtiger Aspekt bei Robotern. Ja, der ist, wenn ich den Kindern zeige, die sind sofort begeistert, die schließen den sofort ins Herz ein. Ja, wäre der hässlich, würden sie das nicht machen. Andersrum aber auch, wäre der zu realistisch, dann haben Menschen typischerweise auch so eine ablehnende Haltung. Ja, ich bin Wolfram Burgert, ich bin Professor für Informatik hier an der Universität Freiburg und ich forsche an autonomen, intelligenten Systemen, was bei uns im Wesentlichen Robotersysteme sind. Ja, Social Robots sagt natürlich eigentlich auch was darüber, wo sie eingesetzt werden, nämlich in der Gesellschaft. Und da werden sicherlich mehr Roboter da sein, also Roboter, mit denen wir zu Hause interagieren oder die zu Hause Dinge für uns erledigen. Aber natürlich auch im Produktionsumfeld, bei Herstellungsprozessen, wo wir Roboter haben, die mit Arbeitern zusammen an ein Werkstück zusammenbauen. Also bei Marvin kümmern wir uns insbesondere um die Frage, wie Roboter zu Hause helfen können. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihren Küchentisch abgeräumt haben und dann stellt sich unmittelbar die Frage, wo denn die einzelnen Objekte eigentlich hinkommen. Aber Sie können sich auch andere Dinge vorstellen, beispielsweise wenn Sie mit einem Roboter einen Aufzug fahren wollen. Ja, dann, wenn es dann eng wird beim Einsteigen, dann muss der Roboter typischerweise mit den Menschen auch im Gedränge stehen können. Und auch dafür braucht man irgendwelche Lösungen, um tatsächlich sowas wahrzunehmen und auch mit dem Roboter dann vernünftig im Aufzug mit den Menschen fahren zu können. Veti ist eine Plattform, auf der wir neue Technologien für humanoide Roboter entwickeln.
konkrete Ziel heißt, wir wollen Fußballweltmeister werden, Fußballweltmeister der Roboter. Ein Social Robot soll sich letztendlich ja im menschlichen Umfeld bewegen, nicht der Mensch im Roboterumfeld. Deswegen müssen wir erstmal richtig gehen können. Und damit fangen wir an. Gerade im Alter möchte man natürlich seine Lebensumgebung, seine Umgebung, in der man alt geworden ist, nicht mehr wechseln. Und wenn wir diesen Zeitpunkt nach hinten schieben können, dann haben wir viel gewonnen. Die Möglichkeiten, die uns durch Social Robots eröffnet werden können, sind vielseitig. Die Forschung wird auf jeden Fall immer weitergehen. Es ist nur die Frage, wie wir selbst diese Technologien nutzen werden.